Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wie sieht es aktuell bei dir bzw. euch mit den Cheatern aus? Sind eure Spiele cleaner geworden, nicht so clean oder sogar schlimmer? Das schauen wir uns heute an. Let's go! Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann. Paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar, du weißt Bescheid. Das erste CS2-Major ist mittlerweile 3 Monate her und während des Majors bzw. kurz darauf hat man mitbekommen, dass die Volvos gegen die Cheater kämpfen wollen bzw. ihren Kampf gegen die Cheater ordentlich hochfahren möchten und auch generell Bad Actor raushauen wollen, wie zum Beispiel diese ganze Geschichte. Und kurze Zeit später hat man dann bereits feststellen können, dass die Bannzahlen etwas steigen. Dann kam irgendwann die erste Bannwelle, danach dann die zweite Bannwelle, die relativ groß war. Und seitdem werden jeden Tag so 100, 150 bis 200 Accounts gebannt. Wir hatten hier Ende März dann leicht erhöhte Bannzahlen, wie gesagt, so 150 bis 200, je nachdem. Dann kam die erste Bannwelle oder die erste größere Bannwelle hier reingeschippert. Dann ist wieder ein bisschen gefallen, dann kam hier die nächste, die letzte große Bannwelle. Und jetzt sind es, wie gesagt, so, ja, 100, 150 Bans pro Tag. Also Wack-Bans und Game-Bans zusammengerechnet. Und hinzu kommt, muss man noch die Account-Logs bedenken, die ja gar nicht stehen. Also Leute, die einfach gesperrt werden, weil sie irgendwas gemacht haben, gecheatet, gebottet, irgendeinen frechen Scheiß gemacht haben und ihren Steam-Account dadurch in einen Log versetzt bekommen haben. Diese Logs tauchen nicht in diesen Bannzahlen auf, halten die Leute aber eben einfach vom weiteren Spielen ab. Da ich zu diesen Account-Logs aktuell keine Zahlen habe, kann es natürlich sein, dass auf diese 150 täglichen Bans, Gameban und Wackban eben auch nochmal 50, 100, 200 oder wer weiß wie viele Logs draufkommen. Diese Ansage von den Volvos gegen die Cheater hat man nicht nur in den Zahlen gesehen, sondern habe ich oder konnte ich auch in euren Kommentaren und auch Live-Kommentaren lesen. Die Spiele werden jetzt deutlich cleaner, man hätte gar nichts mehr oder viel weniger oder nicht mehr so auffällige Cheater, eher Cheater, wo man dann gar nicht so genau weiß, hat er an oder nicht, irgendwie komisch, lirum darum. Und diese Äußerungen haben sich vor allem über die letzten 4 Wochen auch nochmal weiter gehäuft und darum jetzt dieses Video. Ich möchte gerne von euch, von dir wissen, wie sieht es aktuell mit deinen Spielen aus? Ist es deutlich besser geworden? Ist gar nichts mehr da? Ist es ein bisschen besser geworden? Gar nicht besser geworden? Viel schlimmer geworden? Also kurzum, wie laufen aktuell deine Games? Ich habe auch über euch erfahren, dass der Cheater-Content auf YouTube und Twitch deutlich eingeschränkt worden wäre. Das kann ich selbst aber nicht überprüfen, weil ich den Content ja nicht geguckt habe. Ich weiß also nicht, ne, was gesperrt ist, weil ich gar nicht wusste, was da ist. Nach euren Aussagen wurde Content in Videoform, also auf YouTube, gesperrt, wegen Copyright oder was, und die Kanäle entfernt und auf Twitch angeblich eben auch Livestream-Kanäle komplett gesperrt, die davor Cheat-Content gebracht haben. Das klingt tatsächlich so, als würden die Volvos auf allen Ebenen versuchen, gegen dieses Cheater-Problem anzugehen. Man hat es im Vorfeld ja auch in offiziellen Angaben gespürt, dass sie eben zum Beispiel die ganzen Bot-Accounts, also die Case-Farming-Bot-Accounts, gefistet haben, die Bot-Farmen komplett auseinandergenommen haben. Also nicht nur gegen Cheater selbst gehen, sondern gegen jeden Bad-Actor gehen wollen, der in Counter-Strike seinen Schindluder treibt. Und wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten gab es auch Update-News zu der Handhabe mit toxischen Spielern und Spielern, die das Spielgeschehen bremsen. Also kurzum zu Griefern und auch Trollen, die ab diesem Moment auch stärker bestraft wurden und bei denen man dann eher geschaut hat, dass die untereinander bleiben und nicht mit normalen Spielern zusammen spielen. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Das sind overall sehr schöne Ansätze und natürlich freuen wir uns alle sehr, dass die Volvos endlich deutlich gestärkter diesen Schritt gehen als noch vor einem Jahr. Aber wie gesagt, am Ende ist es natürlich wichtig, wie es bei den einzelnen Spielern funktioniert und darum die Frage, wie sind deine Games? Wir haben bei uns in den Streams eigentlich keine Änderung gespürt. Wir haben aber auch schon immer halt Glück oder Trust-Faktor, je nachdem, wie man das sehen möchte, und haben halt keine Cheater bei uns in den Spielen drin, beziehungsweise nur ganz, ganz selten. Also wir hatten Anfang des Jahres 2 Spinbotter und kurz darauf, glaube ich, nochmal 2 Wallhacker. Also 4 Leute und jetzt ist es Juli. Also es hält sich bei uns wirklich extrem in Grenzen, wenn man bedenkt, dass wir halt in jedem Stream so 8 Spiele spielen, manchmal sogar 9. Daraus kann ich jetzt dann also nicht viel ableiten von wegen, oh ja, es ist besser geworden. Weil es eigentlich schon immer, seit ich die Streams mache, seit 8 Jahren, ist es halt sehr, sehr ruhig. Wir spielen unsere Spiele, haben Spaß und das war's und dann ist der Stream zu Ende nach 8 Stunden und dann gehe ich ins Bett. Ich kann mich noch nicht mal an irgendeinen Moment erinnern, dass wir da saßen und uns gesagt haben, scheiße, diese dreckigen Cheater. Also wir hatten letztens einen echt frechen Fall. Da sind wir ein bisschen dumm drauf reingefallen. Wir haben auf das 2 gespielt und einer von den Gegnern hat die ersten 2, 3 Runden wirklich halt viele Kills gemacht. Und dann hat einer von den Gegnern direkt gemeint, GG, wir haben bei uns einen Cheater und können ihn aber nicht kicken oder bannen. Und dann haben wir 2, 3, 4 Runden gespielt und haben gesagt, oh scheiße, jetzt ist da gegen uns ein Cheater oder was. Und ich habe halt vor mich hingespielt oder wir haben alle vor uns hingespielt und ich habe zum Chat mehrfach gesagt, komisch, ich spüre es gar nicht. Ne? Irgendwie, wenn ich auf den treffe, ist alles... Also ist es normal, ne? Ich konnte ihn, glaube ich, auch recht oft killen. Es war zumindest nichts, wo man sagen würde, wow, da hat er aber gerade einen Raketenwerfer gehabt. Also es war so ganz normales Standardplay. Ich habe dann langsam Runden später angefangen zu zweifeln und dann hat mein Chat auch gesagt, hey,
Vielleicht verarschen die euch einfach nur. Also, ne, wie kann man den Spirit von einem Team am besten runterbringen? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, irgendwie fühlt sich's genauso an. Tja, und am Ende haben wir die ganze Sache gewonnen. Und noch im Spiel habe ich gesagt, hey Leute, also zu meinen vier Mitspielern, das ist für uns tatsächlich auch gar nichts Neues. Bei Yamakoto zum Beispiel, ist ein sehr starker Spieler von uns, da sagen das manche, ich nicht. Aber manche sagen das schon auch mal bei uns in den Spielen. Also wir datteln rein und dann macht halt Yamakoto irgendwie ein Ace oder 4K, ein sehr schönes, freches 4K mit vier Headshots. Und die Gegner fangen an, sich aufzuregen, von wegen, der hat doch an. Und dann sagen meine Leute, ja, der hat an. Yamakoto hat natürlich nicht an. Aber ja, ab einem gewissen Punkt kann es einem natürlich schwerfallen, zu sagen, ja, der hat nicht an. Darauf habe ich nie so geachtet, beziehungsweise ich habe immer gesagt, ah, jetzt hört doch auf, ne? Vor allem, wenn ich mal einmal im Schalt, ja, ein gutes Play mache und es direkt heißt, ja, ja, der Babbler, der hat an. Achtung, vor dem müsst ihr euch in Acht nehmen, weil ich natürlich keine Reports haben möchte. Ich bin mir sicher, Yamakoto bekommt einige Reports, deswegen. Und natürlich möchte ich an sich auch keine Spieler verarschen. Auch nicht das Gegnerteam. Außer sie sind toxisch, vielleicht dann schon. Es war auf jeden Fall eine psychologische Spielerei von den Säcken, die, wie ich finde, nicht zu unterschätzen ist. Also man hat richtig gespürt, dass wir wirklich rundenlang so ein bisschen aufgegeben hatten. Erst als wir dann selbst gespürt haben, warte mal, es geht doch, es wird immer besser, oh mein Gott. Erst dann war dieses Feeling da, der hat gar nicht an. Die haben uns einfach verarscht. Das habe ich davor noch nie so im Einsatz erlebt, obwohl es extrem naheliegend ist natürlich. Es ist extrem naheliegend. Man könnte das auch selbst schreiben. Wenn du am Anfang eine gute Runde hast oder einer deiner Mates und du möchtest den Teamspirit der anderen, des Gegnerteams zerfisten, dann schreibst du einfach, scheiße, wir haben einen Cheater bei uns. Oh Mist. Das war mir tatsächlich irgendwie neu. Obwohl es eigentlich der älteste Trick in the book sein könnte, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Absolut easy. Den Gegnerspirit komplett zerstören, indem man sowas schreibt. Vor allem halt so betroffen, so, oh fuck, oh, ich will das gar nicht, aber der hat an. Ja, das war ein interessanter Abend, beziehungsweise ein interessantes Spiel, weil uns das, glaube ich, noch nie passiert ist. Wir haben es sicherlich schon oft gemacht, gerade mit Yamakoto oder auch früher mal mit Larry. Das sind halt zwei sehr, oder relativ starke Spieler, vielleicht bei Azkaban auch, dass man dann so im Spaß schreibt, ja klar, der hat an und dann so zwinker, zwinker. Aber das Ganze so umzubauen in die Richtung, scheiße, oh Mist, wir können den gar nicht kicken und der hat an. Also ist den Gegner so richtig zu verkaufen, so schmackhaft zu machen. Ihr werdet gerade umgecheatet, gebt am besten direkt auf. Das ist schon ziemlich assi. Das ist sehr assi. Psychologische Kriegsführung auf High-End. Also haut's in die Kommentare, wie es bei euch aktuell läuft. Daran werde ich auch das Giveaway hängen, das jetzt dann gleich mitkommt. Aber erstmal lösen wir noch welche auf. Ich habe mindestens 11 offene YouTube-Giveaways. Let's go! Zuallererst gab es für euch diesen Cobblestone-Sticker in Holo zu snacken. Den gab es in diesem M4-Video. Da hatte ich euch gefragt, M4-1S, also mit Charlie, ohne Charlie, wie sieht's aus? 131 Kommentare, vielen lieben Dank dafür. Man sollte dann schreiben, ja, welche M4 man lieber spielt. Ich bin momentan echt am Schwanken, was das angeht. Ich spiele seit Anfang an und da war die A4 mein Ding. Alles klar, Beats. Bist du auch Beats aus dem Stream? Mit dem Ding davor? Du hast schon einen längeren Namen. Beats. Und ich sage immer Mr. Beats zu dir. Also, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deinen Trade-Link bitte hier in deine Kanalinfo ein. Oh, was hat er denn hier? Als nächstes gab es für euch eine StatTrak AK-47 Uncharted zu gewinnen. Und der Punkt hier könnte witzig werden, das war nämlich in dem Video 25 Jahre Counter-Strike. Was findest du, sollten die Volvos bringen an ihrem Geburtstag? Ich bin mir sicher, dass niemand geschrieben hat, oh, ein Tweet wäre geil. Ja. Vielen lieben Dank für 177 Kommentare. Wir ziehen jetzt direkt den Gewinner. Und es ist King Shuka. Ich denke mal, es wird nichts Großes. Komm, aber solange ein paar neue Skins da sind, ist doch alles gut. Also der erste Punkt war richtig, King. Du hast somit gewonnen. Hier bitte melden und deinen Trade-Link in die Kanalbeschreibung packen. Let's go. Darauf folgend gab es diese MP9 Food Chain zu gewinnen. Den Skin gab es passenderweise im Top 10 MP9 Video und da war natürlich die Frage, wie gerne spielst du die MP9? Vielen lieben Dank für 82 Kommentare und wir schauen direkt rein, wer gewonnen hat und hoffentlich das Richtige geschrieben hat. Das ist Rubino. Also ich finde, die MP7 ist schlechter als die MP9. Deshalb habe ich die MP7 nicht in meinem Loadout, sondern die MP9. Mara, Rubino, Mara. Also MP9 spielst du lieber. Rubino, hier bitte melden und Trading auf YouTube ballern. Dankeschön. Nun haben wir noch eine Glock 18 Candy Apple für euch. In dem Video hatte ich euch gefragt, ob euch clean Skins gut gefallen. Also so wie die Candy Apple zum Beispiel. Ne? Skins, die einfach Schmuck aussehen mit einer oder zwei Farben drauf und das war's. Danke fürs Update. Ich finde, bei Clean Skins kommt es immer darauf an. Ich finde die AK Vulcan zum Beispiel nice, aber dafür andere nicht so. Musle, alles klar. Du hast somit gewonnen. Trading
in deine YouTube-Kanal-Info und bitte hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und zum Schluss ziehen wir noch den Gewinner der Sandstorm von diesem ultra coolen Aug-Skin, den ich davor nie gesehen hatte. Schönes Teilchen. Das gab es in dem Video, in dem es um die Keychains, neuen Maps, Skins und so weiter ging. Und da hatte ich euch gefragt, ob ihr euch vorstellen, na, ich muss kurz gucken. Man soll sagen, ob Case plus Keychains plus Maps ist gleich gutes 25-Jubiläum oder doch Operation extra Keychains gut oder bad. Ich lasse das einfach mal sehr offen, wenn man da irgendwie zu dem Thema was schreibt, dann läuft der Hase. Brennt natürlich auch ein bisschen, ne, jetzt zu wissen, dass, obwohl, was heißt es brennt? Es kam Maps. Keychain oder diese Skin-Sachen brauche ich als alter CS-Zocker überhaupt nicht, aber Pool. Let's go, Mundel! Dann kam doch so ein bisschen das, was du dir gewünscht hast eigentlich. Ja, ich wäre jetzt fast auch in dieses Maulmuster verfallen. Ich habe darüber schon ein Video gemacht. Ich find's geil, dass die Maps kamen. Das hat mich sehr gefreut. Dass sie aber zum 25. speziell nur einen Tweet gebracht haben. Ein bisschen schwach. Na, komm schon, bitte, Wolf. Ja, aber Mundel, du hast so mitgewonnen. Trade-Link bitte ich in deine YouTube-Kanal-Info und hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und jetzt kommen wir endlich zum heutigen Giveaway. Da hauen wir was raus, was wir noch nie auf YouTube hatten, und zwar ein Musikkit. Dieses Musikkit Easy for Ends wird heute rausgeklöppelt. Wie man hier mitmachen kann, habe ich vorhin bereits erwähnt. Ihr schreibt einfach etwas zu dem Thema, das angesprochen wurde. Also die Games, Cheater. Sind sie bei euch besser geworden, schlechter, gar keine Cheater mehr? Wie läuft's? Einfach dazu was schreiben, dann ist man automatisch mit dabei. So, Dille, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder live im nächsten Livestream am Dienstag ab 18 Uhr oder dann auch einfach im nächsten Video morgen oder übermorgen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Absoluter Banger. Ja, danke für die Likes und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.